Tagesordnungspunkte 5a und 5b, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Umgehend bundesweite Transparenz bei Straftaten mit dem Tatmittel Messer sowie bei Antisemitismus im Kontext von Zuwanderung herstellen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen auf allen Seiten des Hauses, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. So, damit eröffne ich die Aussprache und erteile als ersten Redner das Wort dem Kollegen Martin Hess, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Politik dieser Ampelregierung hat dazu geführt, dass die Kriminalität in Zügen und Bahnhöfen im Jahr 2022 geradezu explodiert ist. Die Zahl der Messerangriffe ist nach einer Auswertung der Bundespolizei von 166 auf 336 gestiegen und hat sich damit fast verdoppelt. Auch die Gewaltdelikte stiegen im Jahr 2022 um 38,6%. Von rund 16.700 auf rund 23.100. Die Waffendelikte nahmen um 30,4% zu und bei Sexualdelikten ist ein Anstieg um 35,5% zu verzeichnen. Diese Zahlen lassen nur einen Schluss zu. Züge und Bahnhöfe werden immer mehr zu Orten des Verbrechens und zu Angsträumen für unsere Bürger. Das ist ein inakzeptabler Zustand und hier muss der Staat so schnell wie möglich gegensteuern. Und ich höre jetzt schon jene, die verharmlosen und relativierend behaupten werden, man könne diese Zahlen nicht vergleichen, denn die Anstiege seien ja auf die Beendigung der Pandemiemaßnahmen zurückzuführen. Aber eine solche Behauptung ist schlicht falsch. Denn die Zahlen waren vor der Pandemie ohne jedwede Einschränkung der Reisefreiheit ebenfalls erheblich niedriger als 2022, so zum Beispiel die Gewaltdelikte, die im Jahr 2019 bei 17.927 lagen. Tatsache ist, der exorbitante Anstieg hat nahezu nichts mit der Pandemie zu tun. Also versuchen Sie bitte erst gar nicht, diese Falschbehauptung in den Raum zu setzen und damit die Bürger für dumm zu verkaufen. Wer eine seriöse und glaubwürdige Sicherheitspolitik betreiben will, der muss dem Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger besondere Bedeutung und Beachtung schenken. Der lag bei Messerdelikten in Zügen bei über 50%, bei den Gewaltdelikten bei 42,8% und bei den Waffendelikten bei rund 35% und bei den Sexualdelikten bei sage und schreibe 58,7%. Nochmal, damit es jeder verstanden hat, die Mehrheit der ermittelten Messerangreifer in Zügen und der Sexualstraftäter in Zügen und Bahnhöfen waren Nichtdeutsche. Wer angesichts dieser Zahlen die Problematik des hohen Anteils nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Gewalt- und Sexualdelikten weiterhin relativiert, verharmlost oder gar nicht erst beachtet, der handelt ausschließlich ideologiegetrieben und gegen die Sicherheitsinteressen unserer Bürger. Das akzeptieren wir nicht länger. Wir müssen es klar und deutlich aussprechen. Die Hauptursache dieser desaströsen Sicherheitsentwicklung ist die völlig enthemmte Migrationspolitik dieser Regierung. Sie zerstört damit Sicherheit in unserem Land. Und dem muss sich jetzt endlich jeder verantwortungsvolle Sicherheitspolitiker entschlossen entgegenstellen. Anstatt nun einen radikalen Kurswechsel in der Migrationspolitik zu vollziehen, um endlich die Ursache dieser desaströsen Entwicklung zu bekämpfen, setzen Sie auf mehr Videoüberwachung und Waffenverbotszonen. Mit dieser reinen Symptombekämpfung werden Sie aber, wenn überhaupt, nur einen ganz geringen Teil der Gewalttäter von der Umsetzung ihrer Taten abhalten können. Zudem schränken Sie die Rechte der Bürger, und zwar unbescholtener Bürger, immer weiter ein. Gleiches war ja auch bei der Debatte über die Silvesterkrawalle zu vernehmen. Dort hat man ja auch ein allgemeines Böllerverbot gefordert, anstatt die Ursachen anzugehen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist hochgradiger sicherheitspolitischer Dilettantismus, gepaart mit einer nicht hinnehmbaren Missachtung elementarer bürgerlicher Rechtspositionen. Und das machen wir nicht mehr mit. Und wir lassen es Ihnen auch nicht durchgehen,
dass sie in einem zunehmenden Maße die Bürger über die Folgen ihrer desaströsen Migrationspolitik hinwegtäuschen wollen, wie wir das in der Diskussion über die Silvesterkrawalle erleben mussten und wie sie es auch über die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts versuchen, wodurch nämlich etliche Nichtdeutsche wesentlich früher als bisher zu Deutschen werden und diese dann bei Begehung einer Straftat folgerichtig in der Kriminalitätsstatistik als Deutsch erfasst werden. Damit ist nach derzeitigem Stand bei gleichzeitigem Verzicht auf die ursprüngliche Staatsangehörigkeit ein Rückschluss auf den Migrationshintergrund nicht mehr möglich. Und deshalb sagen wir, Schluss mit der Täuschung, Schluss mit der Verschleierung einer solchen Manipulation, müssen wir einen Riegel vorschieben. Und deshalb fordern wir in unserem Antrag ein öffentlich zugängliches Bundeslagebild zur Kriminalität in Zügen und Bahnhöfen, das nicht nur zwischen Deutsch und Nichtdeutsch unterscheidet, sondern auch den Migrationshintergrund der Tatverdächtigen erfasst. Sie zwingen den Bürger durch ihre Mobilitätswende immer stärker in öffentliche Verkehrsmittel. Und dann muss er auch das Recht haben, sich selbst ein Bild über die dortige Kriminalitätslage zu machen. Gleiches gilt im Übrigen für die Messerkriminalität. Wer sich dem verweigert, der missachtet fundamentale Interessen der Bevölkerung und darf sich über den immer größer werdenden Vertrauensverlust zwischen Bürger und Politik nicht wundern. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin rufe ich auf die Kollegin Peggy Schierenbeck, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Das Entsetzen über die Tat im Regionalzug in Brokstedt steckt uns allen noch in den Knochen. Niemand kann das, was geschehen ist, einfach von sich weisen und unbeschwert weitermachen. Aber, und da bin ich nicht die Erste, die Ihnen das sagt, aber ein Leben in Angst ist kein Leben. Wir müssen weitermachen. Und wir, die wir Abgeordnete sind, müssen eine Politik betreiben, die zwar mitfühlend ist, aber sich nicht von Gefühlen und schon gar nicht von Angst leiten lässt. Doch genau das will die von mir aus rechts außen sitzende Fraktion, eine Politik angetrieben von Wut, Hass und Angst. Diese Fraktion stellt im halbjährlichen Rhythmus kleine Anfragen an die Bundesregierung. Diese tragen den Titel Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge, gefolgt von der Angabe des ersten oder zweiten Halbjahres für ein bestimmtes Kalenderjahr im Kontext der Zuwanderung und Antisemitismus. Dazu haben Sie übrigens gar nichts gesagt. Sie fragen nur danach, über welche Staatsangehörigkeit die Tatverdächtigen verfügen beziehungsweise welcher Migrationshintergrund vorhanden ist. Diese Informationen spielen Sie dann so aus, wie es Ihnen gefällt. Das haben wir gerade wieder gesehen. Das ist nicht ergebnisoffen, meine Damen und Herren. Das ist Zahlenspielerei. Diese Fraktion schürt auch immer wieder Angst vor Menschen, die nicht so aussehen oder so sprechen wie sie selbst. Sie verurteilt Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer vermeintlichen Herkunft, aufgrund ihrer Sprache oder aufgrund ihrer Religion. Sie trägt Ablehnung, Hass und Angst nach außen in die Gesellschaft. Wieder einmal positioniert sich diese Fraktion in der Ekelecke der Politik. Die Rechtsaußenfraktion schürt Ängste, wo keine sein müssen. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass man im Zug oder im Bahnhof Opfer einer Straftat wird. Und Tragödien sind zum Glück sehr selten. Wenn Sie in Statistiken anfangen, nur einen Ausschnitt der Lage zu zeigen und den größten Teil zu verstecken oder aus dem Zusammenhang zu reißen, dann betrügen Sie die Menschen, die sich auf Sie verlassen. Jede Tragödie, wie wir sie zuletzt in Brokstedt gesehen haben, ist eine zu viel. Jede Gewalttat ist eine zu viel. Jede Straftat ist eine zu viel. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, wie viele Menschen an jenem Tag, den 25. Januar 2023, wie auch an jedem anderen Tag unversehrt mit dem Zug reisen. Und wenn ich schon dabei bin, Ihren Blick wieder auf das große Ganze zu lenken, Sie fordern ebenfalls eine Berichtspflicht für Islamverbände, was Sie gegen Antisemitismus tun. Dennoch hilft es, sich die letzte polizeilich motivierte Kriminalitätsstatistik noch einmal vor Augen zu führen. 84% der antisemitischen Straftaten stammen von rechts außen. Tragödien und Gewalttaten gilt es zu verhindern. Das ist richtige Politik im Dienste aller Menschen mit Wirkung für alle Menschen. Da ist das, was wir brauchen, mehr Präventionsarbeit. Die Bundespolizei und die DB-Sicherheit tun ihr Mögliches, um Straftaten zu verhindern. Schon allein die Präsenz von Ordnungshütern wirkt sich auf das Verbrechensgeschehen auf.
Wir müssen Klarheit darüber gewinnen, wie Menschen ticken, die eine Straftat begehen, sei es im Zug, im Bahnhof oder anderswo. Welche Umstände gibt es, die sie straffällig werden lassen? In welche Institutionen müssen wir verstärkt hineingehen, um potenzielle TäterInnen vorab und über die persönliche Folgen des Verbrechens aufzuklären? Erreichen wir Menschen besser über Plakatkampagnen oder über das direkte Aufklärungsgespräch? Müssen wir damit in Schulen gehen oder direkt am Gefahrenpunkt Kampagnen starten? Mit Ihrem mit Bastelschärchen und Klebstoff zusammengepanschter Schlussfolgerung aus den Statistiken möchte die Rechtsaußenfraktion Angst sehen. Angst führt dazu, dass Menschen einander misstrauen. Angst führt dazu, dass sich Menschen nicht mehr aus dem Haus trauen. Die Rechtsaußenfraktion möchte spalten, und es gehört sich als anständige DemokratInnen, dass wir immer und immer wieder darauf hinweisen. Meine Damen und Herren, Sie können mit mir über vernunftgeleitete, pragmatische Politik sprechen. Wir tun alles dafür, Kriminalität zu verhindern. Wir sind nach wie vor eines der sichersten Länder der Welt. Wir wissen, dass Prävention der richtige Ansatz ist. Niemand darf nur aufgrund seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder seiner Sprache vorverurteilt oder verurteilt werden. Wir werden Ihrer rassistischen Politik niemals zustimmen. Also werden wir Ihren Anträgen nicht zustimmen. Ein Lagebild, dessen Ziele Ausgrenzung, Spaltung, das Säen von Angst und Hass sind, wird es mit mir nicht geben, wird es mit der SPD-Fraktion nicht geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächster hat das Wort der Kollege Philipp Amthor, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich gilt ja oft die Volksweisheit, was lange währt, wird endlich gut. Mit dieser Debatte und mit dem Antrag der AfD haben wir jetzt schon festgestellt, das gilt vielleicht im allgemeinen Leben, für Anträge der AfD gilt es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Realität ist ja, dass Sie Ihren Antrag Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen, ich weiß gar nicht, wie oft im Ältestenrat eigentlich angemeldet haben für eine Debatte am Mittwoch. Das ist so ein Platzhalterantrag, der geht dann viermal angemeldet, danke für den Zuruf, ja, viermal, das ist so ein Platzhalterantrag, substanzlos. Da wartet man dann, vielleicht gibt es noch ein Thema, was sich für mehr Agitation und Propaganda eignet. Das diesmal ist Ihnen selbst nichts Besseres eingefallen. Traurig für Ihre parlamentarische Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und dann in der Sache, wenn man sich vor Augen führt, wie lange wir jetzt auf diesen Antrag gewartet haben, war ich ja fast gespannt, ihn zu lesen. In der Sache stand in der Substanz auch nicht viel drin, sondern Sie haben, wie es zu erwarten war, die Tragödie vom Brockstedt und die allgemeine migrationspolitische Lage einfach nur wieder zum Anlass genommen, um hier irgendwie schnelle Postings für Social Media zu produzieren, um wieder zu hetzen auf dem Rücken von Migranten. In der Sache, in der Substanz kommt da nichts rum. Und ich kann Ihnen sagen, was dieses Land braucht, ist eine geordnete und gesteuerte Migrationspolitik, eine evidenzbasierte Sicherheitspolitik, aber kein Generalverdacht für Menschen mit Migrationshintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das unterscheidet uns auch, und Herr Hess, ich will das insbesondere in Ihre Richtung sagen. Also ich glaube, es gibt keinen Grund dafür, dass man die innere Sicherheit, wie sie im Moment von Nancy Faeser wahrgenommen wird, oder insgesamt die Migrationspolitik der Ampel toll finden muss. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Aber wenn Sie sich dann versteigen zu Äußerungen, wie ich zitiere Sie, die Migrationspolitik der Ampel tötet Menschen, da kann ich Ihnen nur sagen, das ist eine Verrohung der gesellschaftlichen Debatte, und das ist schlecht für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir erleben bei aller Kritik, die man an der Migrationspolitik der Ampel im Moment auch anbringen muss, wenn wir sehen, wie unsere Landräte, unsere Oberbürgermeister an den Grenzen der kommunalen Kapazitätsaufnahmefähigkeiten sind, wenn wir das sehen, dann ist es natürlich berechtigt, Kritik zu üben. Wenn aber durch die Sprache und die Debattenkultur, die Sie hier an den Tag legen, es mittlerweile Situationen gibt, dass in Mecklenburg-Vorpommern und andernorts Kommunalpolitiker, die ehrenamtlich sich für ihren Ort einsetzen wollen, jetzt von Neonazis und anderen irgendwie an den Pranger gestellt werden, dann tragen Sie mit Ihrer Sprache dafür Verantwortung, und das unterstützen wir nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Sache aber ist es richtig, wenn man über die Frage der Sicherheit von Bahnhöfen redet,
dann ist es natürlich so, dass wir schon auch den Blick werfen müssen auf unsere Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Es ist wichtig, dass wir hier dazu beitragen, dass wir endlich auch eine Stärkung der Bundespolizei noch weiter bekommen. Und ich sage auch klar in Richtung der Ampel, wir haben hier als CDU-CSU-Fraktion den Druck erhöht, auch auf das Bundespolizeigesetz. Wir erwarten, dass Sie uns da nicht weiter vertrösten. Und die Bundespolizei, die auch die Bahnpolizei in diesem Land ist, braucht dieses Bundespolizeigesetz. Sie braucht ein gutes Bundespolizeigesetz. Und wir erwarten, dass Sie das vorlegen. Wir brauchen für die Bundespolizei mehr Personal, wir brauchen eine bessere Ausstattung und wir brauchen Kompetenzen auf der Höhe der Zeit. Und deswegen schließen wir uns auch ausdrücklich der Würdigung auch der Gewerkschaften an, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass insgesamt die Situation der Bundespolizei verbessert werden muss, damit sie auch ihre bahnpolizeilichen Aufgaben wahrnimmt. Daran wollen wir arbeiten. Und deswegen sage ich Ihnen, ich würde mir wünschen, dass wir hier einen Mittwoch im Deutschen Bundestag nicht mit Agitation der AfD verbringen, sondern mit substanziellen Gesetzen zur Stärkung der Bundespolizei. Das liegt in der Verantwortung der Ampel, und da haben wir die klare Erwartung, dass Sie endlich tätig werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie mich abschließend sagen, wenn man aus Brock steht, eine Lehre zieht jenseits auch der Stärkung der Bundespolizei, dann muss es der klare Befund sein, dass wir in der Sicherheitspolitik noch mehr Vernetzung, einen 360-Grad-Blick brauchen und auch eine bessere Zusammenarbeit in der Bearbeitung von Intensivstraftätern auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Das sind substanzielle Themen, über die Sie mit uns reden können. Daran können wir gemeinsam arbeiten. Anträge der AfD, die hier nur Anlass sind für Pauschallösungen, die helfen aber niemandem weiter. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Sie müssen einen Ihrer Kollegen so begeistert haben, dass er begonnen hat, das Mobiliar auseinanderzunehmen. Aber Sie müssen demnächst etwas weniger euphorisch reden, sonst haben wir demnächst keine Möbel mehr im Deutschen Bundestag. Ich langweile mich bei Ihnen nie, Herr Kollege Amthor. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lamia Kadua, Bündnis 90 Die Grünen. Haben Sie die Latte jetzt aber sehr hochgehängt? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, öffentliche Orte müssen sicher sein. Bahnhöfe sind aber noch oft Orte, an denen Mann oder Frau sich ungern aufhalten, mit einsamen Nischen, schummriger Beleuchtung, schlechten Gerüchen. Und Bahnhöfe sind zudem Orte, zu denen jeder Zutritt hat. Dort begegnen sich Professoren und Professoren, Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher, Jugendliche aus gutem Haus, aber auch kriegstraumatisierte Flüchtlinge. Auf dem Bahnhof prallen fremde Welten aufeinander. Gesellschaftliche sowie soziale Unterschiede in den Lebenswelten kreuzen sich auf den Bahnsteigen und Bahnhofshallen. Unterschiedlichste Dialekte und Sprachen, jung und alt, mit und ohne Beeinträchtigung, Menschen aus aller Welt wollen ihre Reise antreten. Öffentliche Orte, an denen sich Menschen mit unterschiedlichsten Biografien ohne große monetäre oder soziale Hürden begegnen, weisen immer ein höheres Risiko für Konflikte und gewalttätige Auseinandersetzungen auf. Das gilt für Bahnhöfe und Züge oder für urbane Vergnügungsviertel, im Sommer für Freibäder und im Winter für Silvesterfeuerwerk auf offener Straße. Aggressoren an diesen Orten sind oft jüngere Männer aus prekären Verhältnissen, mit ungünstigen Perspektiven und individuellen Vorbelastung. Tragischerweise betrifft das vielfach Menschen, die freiwillig oder aus der Not heraus nach Deutschland eingewandert sind. Viele müssen sich um ihre sozialen Probleme kümmern und sich kulturell erst einmal zurechtfinden in einem neuen Land. Andere Jugendliche geraten meist auch aus sozioökonomischen Gründen auf die schiefe Bahn und werden kriminell. Jede Tote ist natürlich immer eine zu viel. Hier haben wir als Gesellschaft und Politik eine große Herausforderung vor uns. Ausgrenzung, der Versuch, Kriminalität zu ethnisieren, selbst hier im Hohen Haus, sind Teil des Problems und nicht der Lösung. Seit Jahren beschwören Sie die Formel vom bösen Migranten, der unsere Gesellschaft ausnutzt, ausschließlich gewaltbereit ist und wegen seines Glaubens oder der Herkunft oder was auch immer hier nichts zu suchen hat. Und darauf setzen Sie von der AfD in uns altbekannter Manier. Das kennen wir, das langweilt uns, und doch sehen wir, wie brandgefährlich das ist, meine Damen und Herren. Um Gewalt an Bahnhöfen oder in Zügen anzugehen, gibt es zwei Wege: akute Krisenprävention und langfristige Präventionsmaßnahmen. Für die unmittelbare Intervention müssen Überwachungs- und Personalstrukturen in den Sicherheitsbereichen gestärkt und der Sozialraum Bahnhof aufgewertet werden. Technische Mittel zur Überwachung von Bahnhöfen können die Sicherheit erhöhen, aber für die Auswertung braucht es mehr geschultes Personal.
Und da sind wir dran. Wir wollen Sicherheitsbehörden, die zielgerichtet und gut abgestimmt arbeiten. Und wir werden die Investitionen in das Schienennetz hochfahren. Für langfristige Prävention brauchen wir mehr gegenseitigen Respekt und Empowerment für marginalisierte Gruppen. Und das geht nur mit langfristigen, strukturellen Förderungen von bereits guten, erfolgreichen Präventions- und Resozialisierungsprojekten. Und dazu gehört auch der Kampf gegen die rechtspopulistische, menschenverachtende, rassistische Agenda, die die AfD hier von Sitzungswoche zu Sitzungswoche, heute ja mal wieder, mit ihren Anträgen untermauert. Und auch da sind wir übrigens dran, mit dem Demokratiefördergesetz, kommen zum Ende, der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes und dem Engagement für zügige und faire Asylverfahren. Also schreiben Sie am besten jetzt schon Ihre Anträge, substanzieller oder gar in irgendeiner Weise origineller als die bisherigen, werden Sie jedenfalls nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kador. Nächste Rednerin ist die Kollegin Martina Renner, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen der Demokratischen Fraktion, die Sprunghaftigkeit, mit der die AfD Themen aufruft, der heutige Top, es ist schon gesagt worden, war schon viermal aufgesetzt und ist dann wieder runtergenommen worden, macht doch nur eins deutlich. Der Gegenstand ist komplett beliebig. Es ist unerheblich, ob es um die Erfassung von Tatmitteln geht, die für die Analyse des Kriminalitätsgeschehens erhellend sein kann, kein Zweifel, oder um Antisemitismus, dessen aktuelle Erscheinungsform ebenso einer Untersuchung bedürfen wie seine jahrhundertealte Tradition in diesem Land. Auch das Thema Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum ist für die AfD doch nur deshalb interessant, weil sie darüber Angst schüren kann. Und Angst, das wissen wir, Angst ist die Währung der AfD, Angst ist ihr Geschäft. Entscheidend für die parlamentarische Politik der extremen Rechten ist, ob sich ein Thema zur rassistischen Zuspitzung eignet. Das ist das Kalkül jedes Antrags und jeder Initiative der AfD. Wir alle wissen, die AfD hat überhaupt kein Problem mit Messern, mit Angriffen an Bahnhöfen oder mit Antisemitismus, solange es die Messer, die Angriffe oder der Antisemitismus der eigenen Leute ist. Davon abzulenken ist ein weiteres Kalkül. Denn diese Strategie findet im Parlament statt. Und ja, diese Strategie ist auch bitter, weil sie diesen Raum hier verändert. Das Parlament soll zur Bühne rassistischer Hetze werden, die Medien zu deren Verstärker, wenigstens ist das die Hoffnung der AfD. Und wir Abgeordnete, wir sollen in dieser Inszenierung so etwas wie Statisten sein. Aber dieses Kalkül, das geht nicht auf und das haben wir, glaube ich, in dieser Debatte auch deutlich gemerkt, denn wir haben die Wahl. Wir müssen nicht über jeden Stock springen, den die AfD uns hinhält. Und wir müssen nicht die Setzung der Themen kommentarlos hinnehmen. Wir können die Strategien der AfD benennen und wir können auch die Unterschiede zu den demokratischen Fraktionen markieren. Die viel zitierte Würde dieses Hauses, die muss immer, und das tun wir, konkret verteidigt werden. Und das heißt, bei diesen Anträgen, wir müssen die Würde des Hauses antirassistisch verteidigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Renner. Als nächster erhält das Wort der Kollege Manuel Höferlin, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Mai 2022, meine Damen und Herren. Seit Mai 2022, also seit fast einem Jahr, steht dieser Antrag, zumindest vom Titel her, immer wieder auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Und seit einem Jahr wird er immer wieder aufgesetzt und wieder von Ihnen selbst abgesetzt. Und dafür kann es eigentlich nur zwei Gründe geben. Entweder ist Ihnen das Thema Sicherheit an Bahnhöfen eigentlich gar nicht wichtig, sonst hätten Sie es ja vielleicht, wenn es so brennt, schon vor einem Jahr aufgesetzt. Oder aber Sie sind sich innerhalb der Fraktion nicht einig gewesen, was Sie reinschreiben wollen, und es hat bis jetzt gedacht, ihn zu formulieren. Ich habe den Antrag durchgelesen. Ich glaube, das Letztere ist unwahrscheinlich, meine Damen und Herren.
Denn es wirkt eigentlich eher so, als hätte gestern Abend noch schnell ein Referent bei Ihnen etwas zu Papier bringen müssen, weil Sie vielleicht selbst in der Fraktionssitzung das nicht wahrgenommen haben und mit dem Antrag gar nicht mehr gerechnet haben, als wären Sie ein bisschen selbst davon überrascht gewesen oder haben schlicht vergessen, den Antrag erneut von der Tagesordnung zu nehmen. Denn in diesem Antrag steht eigentlich nichts, aber eigentlich auch nichts, was der Sicherheit in irgendeiner Art und Weise dienen würde. Sie kommen mit dem schärfsten Schwert, das die AfD hat, einer Statistik, um Kriminalität an Bahnhöfen zu bekämpfen. Das ist im Kern das, was in diesem Antrag steht, wenn man ihn durchliest. Und das ist schon ziemlich traurig. Mir fallen eine ganze Menge Dinge ein, die Polizistinnen und Polizisten gebrauchen könnten. Eine Statistik, meine Damen und Herren, ist dabei jedoch nicht. Und der Rest des Antrags ist genauso erwartbar wie langweilig. Da wird ein bisschen pauschaliert, ein bisschen diskriminiert, generiert mit ein paar platten Ressentiments und fertig ist die Leib- und Magenspeise von rechts außen, meine Damen und Herren. Und warum das so ist, ist eigentlich schnell erklärt. Sie interessieren sich nämlich nicht ernsthaft für Sicherheitspolitik oder für die Sicherheit der Menschen, sondern sie interessiert ausschließlich der Transport ihrer kruden Ideologie, die ohne Tatsachen auskommt. Denn wer in Schwarz-Weiß denkt, den hat Tatsachen ja auch schon immer gestört, meine Damen und Herren. Und Ideologie ist kein gutes Rezept für Sicherheit in Deutschland. Und ich will Ihnen auch gerne sagen, was ein gutes Rezept ist für Sicherheit in Deutschland. Das ist eine evidenzbasierte und grundrechtsschonende Sicherheitspolitik. Und genau das ist es, das, was das Regierungsbündnis aus Freien Demokraten, Sozialdemokraten und Grünen miteinander vereinbart hat und das, was wir jetzt umsetzen. Statt ein bisschen Pauschalierung geht es nämlich dann dabei, dass wir eine flächendeckende, bessere Ausstattung von Polizei, zum Beispiel eine angemessene Unterbringung auch der Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen, dass wir eine bessere Ausrüstung auf der Höhe der Zeit sorgen, dass die Polizistinnen und Polizisten mit Tasern und Bodycams und mobilen Endgeräten sind. Das machen wir, meine Damen und Herren. Statt um ein bisschen Diskriminierung geht es uns dann darum, dass wir mehr Verständnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei schaffen, um klarzustellen, damit meine ich alle Bürgerinnen und Bürger, egal welche Staatsangehörigkeit sie besitzen. Und das ist das, was wir wollen, nämlich eine bürgernahe Polizei. Und das machen wir, meine Damen und Herren. Und statt das Ganze mit ein paar platten Ressentiments zu garnieren, geht es dann nämlich darum, dass die Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden reformiert wird, dass sie effektiver und wirksamer zusammenarbeiten können. Und das machen wir, meine Damen und Herren. Und am Ende ist das eine Sache, die der Sicherheit in Deutschland den Menschen nutzt, den Menschen und der Sicherheit in Deutschland nutzt und nicht Ihre Statistik, meine Damen und Herren. Wissen Sie, wenn Sie die Zahlen so nennen wie in Ihrer Rede, frage ich mich ja, Sie haben doch die Statistik, was wollen Sie denn noch mehr Statistik? Sie haben keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie man Sicherheit in Deutschland voranbringen kann. Und genau das zeichnet Sie ja aus. Sie bringen ja Ihre Reden deshalb, weil Sie die Dinge vorbringen wollen. Und deshalb beginnen ja auch so viele Ihrer Reden mit, meine Damen und Herren, bei YouTube. Und das entlarvt Sie jedes Mal wieder. Wir möchten, dass die Sicherheit vorankommt, dass wir eine bürgernahe Polizei haben und gleichzeitig auch, dass Polizistinnen und Polizisten in Deutschland ordentlich arbeiten können. Das haben sie verdient. Und sie verdienen auch unsere bestmögliche Unterstützung, nicht mit Statistiken oder Fake News von den neuen Rechten, oder die sich einen offiziellen Anstrich geben wollen. Polizisten und Polizistinnen, meine Damen und Herren, sind keine Marionetten der AfD, die sie mit ihren Anträgen treiben können. Und Statistiken verhindern auch keine Verbrechen. Und deshalb sorgen wir dafür, dass die Polizei nicht Spielball einer verblendeten Ideologie wird, sondern wir sorgen dafür, dass Polizistinnen und Polizisten den besten Job machen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Höferlin. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Fiedler, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Im Prinzip sind es drei Anträge. Ich will die noch mal so zusammenfassen, weil immer nur von einem geredet wird. Einer beschäftigt sich, wie wir schon gehört haben, mit dem Bundeslagebild an Bahnhöfen und in Zügen. Der zweite Straftat mit Messern. Und der dritte, da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen, beschäftigt sich mit Antisemitismus im Zusammenhang von Zuwanderern. Was haben also diese drei Anträge überhaupt zusammen gemeinsam? Und ich würde mal sagen, nachdem ich sie wirklich schmerzerfüllt gelesen habe, muss ich sagen, ich habe, wenn man das auch so aus einer fachlichen Sicht und diese Statistikinterpretation sieht, ich habe selten Anträge gesehen, die in einem solchen Ausmaß wirklich rassistisch, ausländerfeindlich und fremdenfeindlich sind, wie es diese hier sind. Man kann das auch anders zuspitzen. Man kann das, ich komme auf Ihre Beispiele, halten Sie sich fest. Also man kann das auch anders ausspielen und kann das anders erklären. Man kann auch sagen und zugespitzt sagen, das muss man nämlich daraus lesen, Sie interessieren sich eigentlich für all die, man müsste in Ihren Worten sagen, biodeutschen Täterinnen und Täter und deren Opfer keine Silbe. Sie tauchen überhaupt nicht auf. Das ist an Perfidie überhaupt nicht zu überbieten. Sie sollten sich schämen dafür. Zum Antisemitismus möchte ich zunächst einmal etwas die Gelegenheit nutzen, um auch was Positives mal zu sagen. Denn wir hatten auch positive Ereignisse, über die man an der Stelle mal berichten muss und kann dann überleiten zu den Themen, die dort genannt worden sind. Denn wir hatten in diesem Jahr wirklich auch gute Ereignisse in diesem Zusammenhang, nämlich 1702 Jahre jüdisches Leben in Deutschland sind dieses Jahr. Nach 200 Jahren haben wir zum ersten Mal beim Kölner Karneval einen Teil des Zuges gesehen, der von Jüdinnen und Juden von den Gemeinden dort besetzt worden ist. Der Botschafter des Staates Israel war mit oben auf dem Wagen. Und das war wirklich eine tolle und herausragende Geschichte. Und ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze war allerdings leider natürlich verbunden mit einem etwas unschönen Thema, nämlich er musste natürlich geschützt werden. Und das gehört eben mit zu dieser Geschichte. Jüdisches Leben in Deutschland ist leider eben noch immer nicht so sicher, wie man sich das eigentlich vorstellen würde und wie wir uns das alle eigentlich wünschen müssten. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich mit in die Waagschale werfen, wer hier darüber redet. Und ich muss schon sagen, auch das steht in dem Antrag gar nicht. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Antisemitismus und Zuwanderung, vergessen aber all die Anteile, die Rechte haben und von wem das eigentlich kommt. Also ich erinnere noch mal an einen Protagonisten aus Thüringen, der über ein Denkmal der Schande philosophiert hat. Ich erinnere daran, dass nach allen Einschätzungen, die wir so haben, etwa die Hälfte ihrer Fraktion Anhänger dieses Bernd Höcke sind und das offensichtlich ganz gut finden. Und dass sie sich wirklich trauen, zum Thema Antisemitismus überhaupt hier Aussagen zu treffen, da gehört schon wirklich einiges dazu, das muss ich schon sagen. Ich muss ein bisschen schneller machen und darauf hinweisen, dass die Mitte-Studie ziemlich eindeutige Aussagen dazu macht. Der entscheidende Satz ist, Antisemitismus ist in der Gesellschaft tief verankert und vorrangig kein importiertes Problem. Trotzdem gibt es einen ganzen Haufen von Projekten, 649 an der Zahl. 30% beschäftigen sich auch mit islamistisch motiviertem Antisemitismus. Auch das ist also ein Thema, was angegangen wird. Ich muss die restliche Redezeit aber noch nutzen, um zwei Sätze zu Ihren Statistiken zu sagen. Denn man kann durchaus sagen, Migration und Kriminalität könnte eine Rolle spielen. Und das erklärt vielleicht so diese Interpretation von Statistiken, die wir häufig gehört haben. 217.000 Deutsche leben in Österreich. Von denen waren 9.838 Tatverdächtige. Das bedeutet umgerechnet, auf 22 Deutsche, die in Österreich leben, kommt ein Tatverdächtiger. Bei denen in Deutschland ist es aber einer von 58. Das heißt also offensichtlich, Ihrer Interpretation folgend, Deutsche im Ausland sind doppelt so kriminell wie die, die hier leben. Merken Sie eigentlich was? Ist das so? Das könnte vielleicht an anderen Dingen liegen. Zweiter Punkt ist ja, das wissen Sie, wenn Sie die Statistiken gelesen haben, Herr Hess, da kennen Sie mehrere Tatverdächtige. Einer hat von denen ein Messer. Sie können aus der Statistik gar nicht lesen, wer das genau ist. Sie rechnen das aber zu. Das sind zwei Beispiele von zahllosen. Da reicht wirklich die Zeit nicht. Ich lade Sie mal ein für eine Nachhilfestunde dazu. Ich habe das mit Fachhochschulern gemacht. Die sind da an dieser Stelle weiter. Und es gibt einen zweiten entscheidenden Punkt, den ich ans Ende stellen will. Sie stellen monokausale Zusammenhänge
Zusammenhänge zwischen der Nationalität und der Straffälligkeit her. Das ist sozusagen Ihnen vorzuwerfen. Und bezogen, letzter Satz, Herr Präsident, dazu, dass wir bei der Bundespolizei nichts machten, gehört eine Zahl noch schon in den Raum geworfen, weil Herr Amthor auch so suggeriert hat, wir täten dann nichts. 2016 bis 2023 plus 2650 Polizistinnen und Polizisten an Bahnhöfen und Zügen. Das können Sie sich doch eigentlich auch selber zurechnen. Warum verschweigen Sie es denn dann? Also, wir tun viele, viele Dinge für die Sicherheit in Zügen und an der Bahn. Die Zeit reicht leider nicht, um alle aufzuführen. Aber die Bundesregierung, da können Sie sich drauf verlassen, sorgt trotz allen Zwischenrufen für Ihre Sicherheit. Herr Hess, nutzen Sie die Fortbildungsgelegenheit. Herr Kollege, mir war nicht klar, dass bei Sozialdemokraten ein letzter Satz gleich 11 sind, aber ich lerne dazu. Ich werde das vielleicht mal dem Kollegen Finanzminister mitteilen, dass man aus einem Satz vieles machen kann. Vorletzter Redner ist der Kollege Michael Dorn, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 19. August 2020 titelt die FAZ, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, AfD-Politiker Brandner löst Polizeieinsatz aus. Weiter heißt es dann, der AfD-Politiker Stefan Brandner ist ohne Maske im ICE gefahren und hat damit einen Polizeieinsatz im Zug ausgelöst. Zitat Ende. Interessant auch, dass sich der Kollege Brandner dann vor den Beamten der Bundespolizei sogar auf der Zugtoilette versteckt hat, nachdem er deren Einsatz erst provoziert hatte. Und jetzt legt die AfD einen Antrag mit dem Titel Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen vor. Aber selbst halten sie sich an die einfachsten Regeln in Zügen offensichtlich nicht. In ihrem Antrag geht es nur vermeintlich um die Sicherheit an Bahnhöfen und Zügen. Ihnen geht es, wie könnte es anders sein, um das Schwarz-Weiß-Malen zu deutschen und nicht-deutschen Tatverdächtigen. Jetzt müssen schon die Züge für ihre populistischen Anträge herhalten. Wenn die Polizei nicht wegen Kollegen aus ihrer Fraktion und anderen Maskenverweigerern zu Einsätzen ausrücken müsste, könnte sie ihre wertvolle Zeit für die Sicherheit in Bahnhöfen und wirkliche Sicherheitsgewährleistung in Zügen noch besser nutzen. Und wenn ich mir dann Ihren Antrag genauer anschaue, kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Sie fordern erstens eine eigentliche Ursachenanalyse und Bekämpfung von Kriminalität an Bahnhöfen, setzen aber auf reinen Populismus. Sie begründen ihr Anliegen mit der geplanten Mobilitätswende und der damit verbundenen steten Zunahme an Passagierzahlen. Aha, wir im Verkehrsausschuss wissen, dass Sie sich immer echauffieren über die angebliche Mobilitätswende und leugnen, dass diese überhaupt zu mehr Passagieren führt. Hier können Sie es brauchen, da werden Sie angeführt, das ist heuchlerisch. Und das Allerbeste, Sie fordern die Unteraufschlüsselung von deutschen Tatverdächtigen nach Geburtsort und Geburtsland. Und welche differenzierten Schlüsse wollen Sie denn daraus ziehen? Was sagt es kriminaltechnisch aus? Wenn ein Deutscher zum Beispiel in Olmütz in Tschechien, wie der Kollege Büstron, oder in Meran in Italien, wie der Kollege Dr. Jongen geboren wurde, welche Erkenntnisse wollen Sie denn daraus ableiten? Sind die beiden gefährlicher wie andere? Und natürlich wollen wir alle die bestmögliche Sicherheit für Reisende, für Polizisten, für Bahnpersonal und auch für Touristen. Aber Einteilung in deutsche und nichtdeutsche Täter, es war schon mehrfach die Rede davon, helfen dabei nicht. Was schlagen Sie denn an Maßnahmen vor? Nix. Und was machen Sie bei deutschen Tätern, die in Deutschland geboren sind? Ist deren Tat dann weniger schlimm? Und was kommt als Nächstes? Sollen wir noch aufschlüssen nach evangelisch und katholisch, nach Fleischessern und Veganern, nach sportlichen und unsportlichen Menschen? Maßnahmen, die wirklich helfen, gibt es schon lange. Und sorgen für Sicherheit in unseren Zügen und an Bahnhöfen. Nur ein Beispiel. Seit 2019 haben wir uns in der damaligen Bundesregierung zusammen mit der Deutschen Bahn auf eine deutliche Präsenzerhöhung und Verstärkung der Bundespolizei auf wichtige Investitionen in Sicherheitstechnik und
technische Sofortmaßnahmen verständigt. Es bleibt nur sagen, die Bahn ist eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt und kein Angstraum, wie Sie gesagt haben, Herr Kollege Hess. Aber eine hundertprozentige Sicherheit aber werden wir nie und nirgends erreichen, ob es nun in Bahnhöfen, in Flughäfen, in Bahnhofstoiletten oder öffentlichen Plätzen ist. Aber wir können alle gemeinsam an mehr Sicherheit arbeiten. Ihr Antrag ist dafür in keinster Weise geeignet und deshalb abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dont. Letzte Rednerin des heutigen Tages ist die Kollegin Marlene Schönberger, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen! Kennen Sie das jüdische Sprichwort, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge? Wissen Sie, wozu das ganz besonders passt? Zu dem hier unter anderem aufgesetzten Antrag der AfD zur Transparenz bei Antisemitismus im Kontext von Zuwanderung. Dort wird die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit zusammengestutzt, bis nur noch Rassismus übrig bleibt. Das ist sowas von schäbig. Die AfD gibt vor, sich um jüdisches Leben zu sorgen. Doch es ist eine leicht durchschaubare Strategie. Die AfD will sich einen bürgerlichen Anstrich verpassen. Es soll verborgen werden, um was für eine Partei es sich da eigentlich handelt. Eine antidemokratische, menschenverachtende und in Teilen faschistische. Liebe Kolleginnen, es handelt sich bei der AfD um eine Partei, zu deren programmatischen Kern sowohl der Antisemitismus als auch die Relativierung und die Leugnung der Shoah gehören. Eine Partei, deren PolitikerInnen gemeinsam mit bekannten VerschwörungsideologInnen, Neonazis und Reichsbürgern marschieren. Eine Partei, in deren Wahlprogramm nicht nur Verschwörungsideologien verbreitet werden, sondern auch ein Verbot der Beschneidung und des koscheren Schächtens gefordert wird. Der bayerische Landesvorsitzende der AfD, Stefan Broschka, Ihr Kollege, meinte vor zwei Wochen, diese Forderung wäre nicht antisemitisch, denn er habe ja jüdische Freunde. Der Antrag, den Sie hier vorlegen, der spricht dieselbe Sprache. Diese schäbigen Immunisierungsversuche, diese billigen Ablenkungsmanöver, die nimmt Ihnen keiner ab. Würden Sie es ernst meinen, dann würden Sie in Ihrem Antrag die Studie des American Jewish Committee vollständig zitieren. Sie lesen nur das, was Ihnen in den Kram passt. In dieser Studie findet sich nämlich auch der Befund, dass antisemitische Einstellungen unter den WählerInnen der AfD besonders weit verbreitet sind. Im Antisemitismus werden Fakten entweder nur selektiv wahrgenommen oder so lange gedreht und gewendet, bis sie zur eigenen Weltsicht passen. Das passiert auch in diesem Antrag. Die AfD gibt nur dann vor, Antisemitismus zu bekämpfen, wenn sie dadurch Rassismus schüren kann. Liebe Kolleginnen, wer Antisemitismus wirklich bekämpfen will, tut das gesamtgesellschaftlich. Wer ihn instrumentalisieren will, sieht ihn immer nur bei den anderen. Der Antisemitismus in eigenen Reihen, der Rechtsterrorismus, die derzeit größte Bedrohung für jüdisches Leben, das alles ist der AfD herzlich egal. In Ihrem Antrag stellen Sie wieder einmal unter Beweis, das, was Sie als Kampf gegen Antisemitismus bezeichnen, ist nur eines, eine ganze Lüge. Vielen Dank, Frau Kollegin Schönberger. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung zunächst Tagesordnungspunkt 5a. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5808 an die in der Tagesordnung offenen Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 5b. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Umgehend bundesweite Transparenz bei Straftaten mit dem Tatmittel Messer sowie bei Antisemitismus im Kontext von Zuwanderung herstellen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 5601 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 4871 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Regierungstragende Fraktion, CDU, CSU hat keine Meinung. Linke? Kann ich noch mal fragen, Herr Kollege Dorn, wie die CDU-CSU-Fraktion stimmt? Also, dann haben wir Regierungstragende Fraktion, CDU-CSU-Fraktion und Linke.
Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion, Enthaltung keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Und ich